Im Zusammenhang mit dem Katastrophenbegriff und dem Katastrophenmanagement werden auch immer andere Begriffe verwendet. Ich werde daher in diesem Video auf diese Begriffe näher eingehen. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video im Rahmen eben des Kurses Katastrophenmanagement. In diesem Video werde ich den Begriff des Notfalls weiter erläutern und den Unterschied zwischen Notfall, Krise und Katastrophe erläutern, als auch zwischen dem Notfall, Krisen- und Katastrophenmanagement. Im Zusammenhang mit der Krise und der Katastrophe wird auch oftmals der Begriff des Notfalls verwendet. Nicht zuletzt auch deshalb, weil im Englischen der Begriff des Disaster Management auch mit dem Begriff des Emergency Management unterschiedslos verwendet wird. So stehen UNDAC-Teams der Vereinten Nationen im Rahmen des Emergency Response Systems als spezialisierte Einsatzteams bei Katastrophen innerhalb von 24 Stunden parat. Üblicherweise wird der Begriff des Notfalls der medizinische Notfall in der Akutversorgung verstanden, der einer unmittelbaren ärztlichen Versorgung bedarf, durch eben den Rettungseinsatz, um lebensrettende Maßnahmen durchzuführen. Abgesehen davon versteht man aber unter einem Notfall eine plötzlich eintretende, unvorhergesehene Situation, auf die unmittelbar reagiert werden muss, um weiteren Schaden an Mensch oder Umwelt zu verhindern. Darin unterscheidet sich auch der Notfall von der Krise, die mitunter auch langsam eintreten kann und schwelend anhalten kann. Er unterscheidet sich auch vom Begriff der Katastrophe, der ein unmittelbares Ereignis mit sehr hohem Schadensausmaß für Mensch und Umwelt bedeutet. Notfälle treten nicht mit dem unausweichlichen Schwere- und Schadensgrad einer Katastrophe auf. Sie treten auch nicht immer plötzlich, sondern auch in einem solchen Zeitrahmen auf, der eine gewisse Vorwarnzeit und Handlungsoptionen ermöglicht. Darin liegt auch der Unterschied zur Katastrophe. Im Notfallmanagement ist die Bereitstellung von Notfallplänen für die entsprechenden Szenarien vorgesehen. Ein Notfallplan wurde daher bereits im Vorfeld erstellt. Beispielsweise bestehen bei Unternehmen Notfallpläne, wie sie im Rahmen des Business Continuity Managements vorgesehen sind. Die Notfallorganisation mit einer personellen Funktions- und Verantwortungszuschreibung unter Festschreibung eines Notfallmanagers ist im Vorhinein klar geregelt. Es gibt eine klare Aufgabenverteilung und einen Einsatzplan mit entsprechenden räumlichen und technischen Ressourcen, Plänen und Lagekarten für das jeweilige Szenario. Dem Notfallstab obliegt der operativ-taktische Einsatz. Je nach Schweregrad des Ereignisses wird in weiterer Folge der Krisenstab aktiviert. Das heißt, wenn die Beherrschbarkeit nicht mehr gegeben ist, das Ereignis eine erhöhte Öffentlichkeitswirksamkeit hat und wenn externe Einsatzkräfte mit einbezogen werden müssen. Auf staatlicher Ebene bestehen auch für bestimmte Szenarien konkrete, bereitgestellte staatliche oder behördliche Notfallpläne, die die Arbeitsgrundlage für ein organisiertes staatliches Notfallmanagementsystem bilden und den Notfalleinsatz koordinieren. Ein solches besteht beispielsweise in Österreich bei radiologischen Unfällen in Anlagen, die mit radioaktivem Material arbeiten, beispielsweise in Seibersdorf. Nach dem österreichischen Strahlenschutzgesetz ist die Einrichtung eines solchen staatlichen Notfallmanagementsystems und eine enge Koordination und Kommunikation zwischen den staatlichen Behörden und den mit radioaktivem Material arbeitenden Institutionen vorgesehen. Diese Institutionen müssen auch eine Gefahrenanalyse und ein internes Notfallmanagementsystem bereitstellen. Ein Notfall, auch wie er von den Vereinten Nationen definiert wird, beschreibt daher ein Ausnahmeereignis, auf das mit den vorhandenen organisationsinternen Ressourcen reagiert werden kann. Das heißt, es besteht keine Notwendigkeit, externe Hilfe anzufordern. Darin liegt der wesentliche Unterschied in der Begrifflichkeit des Notfalls zur Katastrophe. Denn die Katastrophe bedarf zusätzlicher Kapazitäten und Ressourcen von außen, wie den lokalen Einsatzkräften und weiteren Blaulichtorganisationen. Daher wird ein Ereignis als Katastrophe deklariert, wenn zur Bewältigung seiner Auswirkungen externe Hilfe erforderlich ist und ein besonderer Schwere- oder Schädigungsgrad vorliegt, der unausweichlich ist.
Ein Staat oder eine Regierung erklären einen Katastrophenzustand und eine nationale Katastrophe, um internationale humanitäre Hilfe und die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft bei der Bewältigung der Auswirkungen einer Katastrophe anzufordern. Auf lokaler und regionaler Ebene erhalten die Behörden einen größeren Handlungsspielraum, um mehr finanzielle und personelle Ressourcen. So wichtig eine theoretische Begriffserklärung auch ist, so lässt sich auch aus der Praxis oftmals eine Überlappung dieser Anlassfälle feststellen, womit sich auch die Grenzen zwischen dem Notfallkrisenmanagement und dem Business Continuity Management nicht so strikt ziehen lassen. Wie unterscheidet sich das Notfallmanagement vom Krisenmanagement? Das Notfallmanagement dient der Planung, Organisation, der Vorbereitung und Durchführung von plötzlich eintretenden, unvorhergesehenen Notfällen, die eine schnelle Reaktion erfordern. Demgegenüber umfasst das Krisenmanagement auch umfangreichere, komplexere und länger anhaltende Ereignisse und Problemlagen. Das erste Unterscheidungskriterium im Notfall- und Krisenmanagement ist daher die Reaktionsschnelligkeit, mit der auf Notfälle oder Krisen reagiert werden muss. Das Krisenmanagement befasst sich auch gegenüber dem Notfallmanagement mitunter mit umfangreicheren und komplexeren Situationen, die eine Bedrohung für die Organisation oder die Gesellschaft als Ganzes darstellen. Maßnahmen, die im Krisenmanagement gesetzt werden, können entsprechend länger anhalten und erfordern auch umfangreichere Maßnahmen. Beispielsweise muss im Vorfeld auch eine umfangreiche Identifikation und Analyse der Problembereiche und die strategische Ausrichtung in der Maßnahmensetzung erfolgen. Ein weiteres Element, das das Krisenmanagement vom Notfallmanagement unterscheidet, ist der konkrete Anlassfall oder Wirkungsbereich. Während sich das Notfallmanagement mit einem begrenzten Fall auseinandersetzt, befasst sich das Krisenmanagement auch mit Problembereichen, die weitergehende Auswirkungen auf die Organisation oder das Umfeld haben können. Ein weiteres Unterscheidungskriterium ist die physische Evidenz eines unmittelbar eingetretenen begrenzten Schadens oder einer Gefährdungslage bei Notfällen, während bei Krisenfällen auch solche Ereignisse einbezogen werden, die sich auf Parameter, auf Kennzahlen und pekuniäre Verluste beziehen. Notfälle sind sichtbar, evident und unmittelbar. Krisenfälle bedürfen mitunter eines Problembewusstseins und einer Aufmerksamkeitsschwelle, um als solche auch identifiziert zu werden. Auch wenn das Krisen- und Notfallmanagement eine unterschiedliche Schwerpunktsetzung hat, sind diese beiden Bereiche doch eng miteinander verbunden. Denn im Krisenmanagement sollte das Notfallmanagement gut eingebettet sein, damit über die kleineren Krisenfälle hinaus auch die größeren, komplexeren Krisen bewältigt werden können. Das Notfallmanagement wird in verschiedenen Bereichen angewendet, darunter bei Unternehmen, im öffentlichen Bereich, also in öffentlichen Einrichtungen, im Gesundheitswesen, bei Bildungseinrichtungen und Gemeinden. Jede Organisation oder Institution sollte über einen gut durchdachten Notfallplan verfügen, der auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Dieser Plan sollte regelmäßig überprüft und aktualisiert werden und durch Schulungen und Übungen geübt werden, um sicherzustellen, dass im Ernstfall effektiv gehandelt werden kann. Wenn sich das Notfallmanagement mit der Planung, der Vorbereitung und der Durchführung von Bewältigungsmaßnahmen von Notfällen auseinandersetzt und Notfälle als plötzlich eintretende, unvorhergesehene Ereignisse, die ein schnelles Eingreifen erfordern, charakterisiert werden, wie unterscheidet sich dann das Notfallmanagement so dann vom Katastrophenmanagement? Eines der wesentlichen Unterscheidungskriterien liegt in der Art und Weise des eintretenden Ereignisses. Das Katastrophenmanagement befasst sich mit Ereignissen, die unmittelbar bevorstehen oder bereits eingetreten sind und ein größeres Schadensausmaß für Mensch oder Umwelt zur Folge haben. Katastrophen haben eine disruptive Auswirkung auf Menschen, Gemeinschaften und die Natur. Das Funktionieren eines gesellschaftlichen Verbands oder der Natur ist gefährdet, aufgrund eben der weitreichenden destruktiven Folgen eines Ereignisses, wie beispielsweise eines Erdbebens oder Überschwemmungen, oder bei Chemie- und Industrieunfällen oder unlängst eben bei der Pandemie. Das Ausmaß eines Katastrophenereignisses ist weitaus größer und gravierender als das eines Notfalls,
weil die Aufräumarbeiten und die Wiederherstellung nach einer Katastrophe viel länger in Anspruch nehmen als bei einem Notfall. Das Notfallmanagement bezieht sich daher auf kleinere, lokal begrenzte Ereignisse und hat entsprechend auch begrenzte Auswirkungen auf das Umfeld und ermöglicht die schnelle Wiederherstellung des ursprünglichen Status quo, während beim Katastrophenmanagement das Schadensausmaß wesentlich umfangreicher ist, ebenso die Maßnahmen der Katastrophenhilfe und des mittel- und längerfristigen Wiederaufbaus nach Katastrophen. Ein weiteres wichtiges Unterscheidungskriterium zwischen den beiden Bereichen ist die Mitwirkung von Akteuren. Während im Notfallmanagement die Organisation oder Institution in der Lage ist, den konkreten Notfall vorwiegend mit den eigenen materiellen und personellen Ressourcen zu bewältigen und üblicherweise lokale Organisationen wie Feuerwehr, Rettung, Polizei und so weiter im Einsatz sind, sind im Katastrophenmanagement typischerweise unterschiedliche Akteure der Behörden, Organisationen und Institutionen auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene gleichzeitig an der Bewältigung der Situation beteiligt. Beim Katastrophenmanagement werden auch Krisenstäbe und Krisenzentren eingerichtet, die eine Koordination und eine Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Organisationen und Institutionen ermöglichen. Insgesamt ist daher bei Katastrophen auch der Koordinationsaufwand wesentlich größer und muss dementsprechend auch organisatorisch gestaltet sein. Das Katastrophenmanagement und das Notfallmanagement unterscheiden sich auch hinsichtlich der Ressourcen. Beim Notfallmanagement kommen in der Regel die vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen zum Tragen. Im Notfall können die bestehenden Kapazitäten herangezogen werden. Im Katastrophenmanagement müssen zusätzliche Ressourcen in Form von Einsatzkräften, Hilfsorganisationen, Spezialteams usw. so bereitgestellt werden. Die Ausrufung eines Katastrophenfalls durch eine Behörde ermöglicht überdies auch weitreichende rechtlich gedeckte Befugnisse, um Maßnahmen durch die Behörden und die Bereitstellung von personellen und finanziellen Mitteln zur Katastrophenbekämpfung, wie beispielsweise durch die Katastrophenfonds. Der Unterschied zwischen dem Notfallmanagement und dem Katastrophenmanagement liegt überwiegend im Ausmaß und der Komplexität der Situation, mit denen sie sich auseinandersetzen. Trotzdem lassen sich auch hier Überlappungen feststellen. Nicht zuletzt auch deshalb, weil im Englischen vom Disaster Management und Emergency Management unterschiedslos gesprochen wird. Weitere Begriffe im Zusammenhang mit der Katastrophe sind jener der Vulnerabilität und der Resilienz. Auch hier gilt, dass man die Begriffe immer in ihrem jeweiligen Kontext oder in der jeweiligen Fachdisziplin erläutern sollte. Die Vulnerabilität bezeichnet eine durch physische, soziale, wirtschaftliche und ökologische Faktoren bestehende Anfälligkeit des Einzelnen, einer Gesellschaft, des Systems oder Sachwerte gegenüber den Auswirkungen von Gefahren. Die Vulnerabilität kann sich daher auf das einzelne Individuum beziehen, auf kleinere lokale Gemeinschaften, aber auch auf hochkomplexe Gesellschaften, auf Städte oder Regionen, aber auch auf Systeme, Strukturen und Kreisläufe wie beispielsweise der Infrastruktur, der Bauwerkssicherheit oder der Ernährungs- und Versorgungssicherheit einer Bevölkerung. Diese Verwundbarkeit lässt sich im jeweiligen Bereich messen. Beispielsweise, wenn es um die mathematische Berechnung der Einsturzgefahr von alten Kirchen infolge eines Erdbebens geht und eine Matrix der Makro-Bauelemente, die einsturzgefährdet sind, erstellt wird. Demgegenüber bezeichnet die Resilienz die Fähigkeit eines Systems oder einer Gemeinschaft, den Auswirkungen einer Gefahr rechtzeitig und effizient zu widerstehen oder zu begegnen. Sie bedeutet die bessere Bewältigung, Anpassung, Erholung im Zusammenhang mit Gefahren und die Wiederherstellung geordneter Strukturen durch ein entsprechendes Risikomanagement. Resilienz bedeutet den bewussten Umgang mit Gefahren und die geplante Vorbereitung auf diese möglichen Gefahren. Sie erfordert ein Risikobewusstsein und die aktive Vorbereitung in der Antizipation von möglichen Gefahren. Kriterien der Resilienz sind die ausreichenden Ressourcen zur Bewältigung des Ereignisses und der Grad der Selbstorganisation in der Vorbereitung und beim Eintritt eines Ereignisses. Der Resilienzbegriff ist nicht neu und wird in den verschiedenen Fachdisziplinen herangezogen.
In den letzten Jahren wird der Begriff sehr stark im Zusammenhang mit der Widerstandsfähigkeit der Menschen gegenüber Naturkatastrophen als Folge der verschärften Klima- und Umweltbedingungen gebracht. So ist beispielsweise in einem österreichischen Positionspapier des österreichischen Finanzministeriums zum Thema Klima- und Umweltschutz von einer resilienten Entwicklung Österreichs die Rede, die angesichts der Herausforderungen des Klimawandels den Wohlstand der österreichischen Gesellschaft auch für die nachfolgenden Generationen sichern soll. Auf europäischer Ebene sollte die Aufbau- und Resilienzfazilität, die Recovery and Resilience Facility 2021, im Rahmen des Krisenplans die EU aus der Corona-Krise insgesamt gestärkt und auf die Herausforderungen des digitalen ökologischen Wandels der Zukunft besser vorbereitet herausgehen lassen. Dafür werden auch finanzielle Mittel von mehr als 720 Milliarden Euro in den nächsten Jahren zur Verfügung gestellt. Auf der Ebene der Vereinten Nationen sollen das Sendai-Rahmenwerk für Katastrophenvorsorge, das Übereinkommen von Paris und die Agenda 2030 insgesamt die Resilienz der Menschen gegenüber den Herausforderungen der Zukunft stärken. Wie unterscheidet sich der Zivilschutz vom Katastrophenschutz und dem Katastrophenmanagement? Sowohl der Zivil- als auch der Katastrophenschutz leiten sich ganz allgemein aus der Schutzpflicht des Staates gegenüber der Bevölkerung ab. Ihre Grundlage findet sich beispielsweise in der österreichischen Sicherheitsstrategie, in internationalen Verträgen und Übereinkommen wie beispielsweise der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte oder dem 4. Genfer Abkommen über den Schutz der Zivilpersonen und eben im 1. Zusatzprotokoll über den Schutz der natürlichen Umwelt, dem Schutz von Kulturgut und dem Schutz vor Einrichtungen. Im 1. Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen wurde auch das internationale Schutzzeichen des Zivilschutzes festgelegt. Der Zivilschutz diente vormals in Zeiten des Krieges und des Kalten Krieges dem Schutz der Bevölkerung und der Sachwerte vor kriegerischen Ereignissen. Er umfasst beispielsweise die Vorwarnung der Bevölkerung, die Errichtung von Schutzbauten, die Abwehr zum Schutz der Bevölkerung. Der Zivilschutz von damals bildete den zivilen Arm der Landesverteidigung, also die zivile Verteidigung. Der Zivilschutz hat aber ein anderes Selbstverständnis bekommen. Die Gefährdungslage heute geht weit über eine militärische Gefährdungslage hinaus. Sie umfasst den umfassenden Schutz der Zivilbevölkerung vor anderen Gefahren wie Terrorismus, wie der Cyberkriminalität, eine Gefährdung der kritischen Infrastruktur, eine Gefährdung durch Pandemien, durch von Menschen verursachten Gefahren und grenzüberschreitenden Gefährdungslagen. Der Zivilschutz umfasst somit alle notwendigen Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Naturgefahren, vor von Menschen gemachten Gefahren oder technischen Gefahren, vor Gefahren, die durch Gewalt oder Terrorismus zustande kommen und letztendlich vor dem klassischen Szenario vor der Kriegsgefahr. Wie eng der Zivilschutz und der Katastrophenschutz verknüpft sind, zeigt sich auch in der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern. Es zeigt sich in der übergeordneten Koordinationsfunktion des Bundes und der Bereitstellung der notwendigen personellen und finanziellen Ressourcen des Bundes und der verstärkten Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern, wenn es beispielsweise um die Fort- und Ausbildung geht, um Planung und Risikoanalysen, um die Entwicklung von Standards und Konzepten für den Zivilschutz. Überblicksartig lässt sich daher sagen, dass der Zivilschutz als Schutz der Bevölkerung vor kriegerischen Handlungen Bundessache ist, während der Katastrophenschutz Ländersache ist. Gleichzeitig findet sich hier auch eine Überschneidung der Organisations- und Funktionsbereiche, wenn auf Einrichtungen des Bundes oder der Länder zurückgegriffen wird. Kommen wir zum Begriff des Katastrophenschutzes. Gegen Katastrophen können vorbeugende und präventive Maßnahmen ergriffen werden. Es können auch Maßnahmen zur unmittelbaren Abwehr von Katastrophen gesetzt werden, das heißt, wenn ein konkretes Gefährdungsszenario besteht. Tritt die Katastrophe ein, so bedarf es Maßnahmen der Überwindung und der unmittelbaren Bekämpfung der Wirkung von Katastrophen. Und schließlich erfolgt die Phase des Wiederaufbaus. Der Katastrophenschutz dient der Katastrophenprävention, das heißt,
Der Eintritt der Katastrophe soll verhindert werden durch entsprechende Maßnahmen der Vorsorge und der Vorbeugung. Der Katastrophenschutz umfasst daher die Katastrophenvermeidung und die Katastrophenvorsorge. Die Katastrophenhilfe dagegen dient der Verhinderung, der Beseitigung und Minderung der unmittelbaren Auswirkungen einer Katastrophe. Sie umfasst daher Maßnahmen, um den unmittelbaren Eintritt von Katastrophen zu verhindern, das heißt die Katastrophenabwehr. Sie umfasst aber auch Maßnahmen, die bei Eintritt einer Katastrophe den entstandenen Personen- und Sachschaden möglichst abwenden und eindämmen oder beseitigen soll. Sie umfasst daher auch die Katastrophenbekämpfung. Eine einfache Trennung der Begriffe lässt sich folgendermaßen verstehen. Der Katastrophenschutz dient der Vorbereitung ohne Bezug zu einem konkreten Ereignis, während die Katastrophenhilfe alle Maßnahmen umfasst, um ein konkretes Ereignis in seinem Eintritt abzuwehren oder zumindest in seinen Folgen zu mindern oder zu beseitigen. Abschließend ist zu dem Zivilschutz und dem Katastrophenschutz zu sagen, dass eigentlich angesichts der sehr unterschiedlichen Gefahrenlagen, die ineinander hineinspielen, eine Trennung zwischen subsidiären Aufgaben der Länder im Katastrophenschutz und dem zivilen Schutz der Bevölkerung durch den Bund eigentlich nicht mehr zeitgemäß. Dieses, wie es die deutsche neue Strategie zum Schutz der Bevölkerung bezeichnet, dieses duale System der Gefahrenabwehr wird eben nicht mehr als zeitgemäß angesehen, weshalb eigentlich der Katastrophenschutz und der Zivilschutz stärker ineinander integriert sein sollten. So ist es zumindest auch in Deutschland und in der Schweiz im Rahmen eben des Bevölkerungsschutzes vorgesehen. Ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wir sehen uns wieder bei dem nächsten Video zum Katastrophenmanagement.